Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Wir sind mit unserer Truppe jetzt wieder zu Hause, denn das Romantic Festival war sowieso zu Ende und so nach und nach werden jetzt hier alle, glaube ich, ziemlich müde. Max ist da schon wieder zusammengeklappt, Olivia geht auch ins Bett. Marie, meine Liebe, was ist mit dir? Was machst du da am PC? In Foren provozieren, ach, weil du so wütend warst, ne? Du kannst aber mal, damit du ein kleines bisschen Spaß hast, eventuell was spielen. Spiel spielen, an Anfängerturnier teilnehmen, ja, das können wir gerne mal machen. Sims Forever. Oh, so wütend. Vielleicht haben wir ja Glück und gewinnen auch noch was. Maike, meine Liebe, du sitzt natürlich wieder da hinten, ne? Und es hat ja leider nicht geklappt, dass wir den schönen Pullover gekauft haben. Stattdessen hat sie jetzt das T-Shirt an. Das finde ich leider nicht so schön und wahrscheinlich werden wir uns gleich erstmal umziehen. Ich möchte aber kurz die Schneekugel, die wir uns gekauft haben, hier irgendwo platzieren. Wie wäre es denn hier? Oh, die ist ja echt schön. Das sieht echt toll aus. Ach so, wir können die gar nicht schütteln. Okay, schade, aber haben jetzt wenigstens hier ein schönes Deko-Element. Ich lasse dich jetzt erstmal noch futtern, das ist in Ordnung. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder dein gewohntes Shirt anziehen. Oder gibt es auch hier eine Möglichkeit, Outfits, Outfit ändern? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir jetzt das Shirt loswerden? Weil so schön finde ich das jetzt nicht. Ich mag ja auch das hier ganz gerne an ihr. Aber wisst ihr was, dann gehen wir mal eben kurz zum Spiegel. Aussehen ändern. Ich räume mal eben den Teller für dich weg. Keine Sorge, das musst du natürlich nicht selber tun. Es ist 5 Uhr morgens, sehe ich gerade. Wow. So, dann gucken wir doch mal eben schnell durch. Was hatte ich denn vorher an? Ich hatte, glaube ich, die weiße Bluse an, beziehungsweise so ein weißes Top. Nein, das war es nicht. Was war es denn? Wo ist es denn? Es ist bei Westen, glaube ich, ne? Nee, die Weste hattest du ja auch nicht an. Wie sieht's eigentlich mit der Weste? Gibt's sie in weiß? Nee, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Oh Gott. Du hattest doch diese schöne... Ach, die hattest du an, ne? Stimmt, du hattest... Genau. Du hattest die in weiß an. Und wir hatten auch den Armschmuck für den Oberarm. Den hätte ich auch gerne wieder, aber nicht in schwarz, sondern so in silber. Finde ich ganz gut. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Merkmale ändern. Ich habe mir überlegt, dass wir bei allen das kleptomanisch ändern, außer bei Max, einfach weil es ganz witzig sein kann, nur bei allen 4 Sims ist das vielleicht doch ein bisschen viel. Und da können wir besser etwas nehmen, was eher zu den Sims passt. So, du bist jetzt kreativ, fröhlich, romantisch, selbstsicher, Spinnerin, nicht kokett, nee, das finde ich doof. Bücherwurm, Kunstliebhaberin passt natürlich richtig gut. Sie können Kunst bewundern und auf einzigartige Weise über Kunst reden. Das finde ich für sie fast schon am besten. Tollpatschig, vielfraß, zimperlich, nee, böse, eifersüchtig. Weißt du was, du wirst zusätzlich noch Kunstliebhaberin. So, was machen wir bei dir? Du bist fröhlich, aktiv, ja, aktiv nicht so unbedingt, Genie auch nicht. Romantisch? Ich weiß nicht, ob sie so die Romantische ist. Ich dachte immer, dass Maike vielleicht eher romantisch wäre. Genießerin, Geek, Musikliebhaberin, Perfektionistin. Brauchen länger, um Dinge herzustellen, erzielen aber häufig eine bessere Qualität. Ja, ich weiß nicht. Chaoten? Tanzwütig? Finde ich eigentlich ganz gut. Also irgendwie ist Marie für mich so ein bisschen eher so diese Partymaus und vielleicht jemand, der mehrere Freunde hat, viele Freunde hat. Und Maike ist halt eher so die romantische, würde ich jetzt sagen. Also das ist so meine Einschätzung der beiden. Einzelgängerin, nee, auf keinen Fall, mag keine Kinder. Gut, eifersüchtig. Werden schnell eifersüchtig, ich weiß nicht. Ich kann mich kaum entscheiden. Ich würde fast sagen, tanzwütig passt am besten zu dir. So ein bisschen partymäßig. Ja, wir nehmen jetzt mal tanzwütig. Olivia, meine Liebe, du bist natürlich romantisch. Du bist Vegetarierin, so viel ist auch klar. Und ich würde gerne vielfraß, tollpatschig, familienbewusst. Genau das möchte ich gerne. So, und bei Max kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Ich meine, romantisch passt, aktiv passt und halt kleptomanisch, damit wir ab und zu doch nochmal was klauen können. Wie sieht es aus mit den Outfits? Die können so bleiben, ne? Die habe ich ja erst vor kurzem geändert. Ja, das bleibt alles so. So, Maike, was machen wir denn jetzt mit dir? Du hast da gerade dein Handy in der Hand.
Und wenn ich mich richtig erinnere, genau, musst du 3 emotionale Gemälde fertigstellen. Was möchtest du machen? Sportspaß. Nee, lass mal bitte. Du kannst noch ein bisschen was malen. Selbstsicheres Gemälde, klassisches. Mach mal ein selbstsicheres. Das können wir dann nämlich an den Sammler verkaufen. Wie war das nochmal mit den emotionalen Gemälden? Ach ja, das Selbstsichere zählt ja dazu, soweit ich weiß, ne? Und du bist da gerade noch mit deinem Turnier beschäftigt. Okay, vielleicht haben wir ja Glück und gewinnen tatsächlich. So, 3 Partys veranstalten, bei 3 Gesellschaftsereignissen Silber verdienen. Ja gut, vielleicht können wir mal eine coole Party hier zu Hause machen. Und ich habe mir eigentlich überlegt, dass wir, je nachdem, wann die anderen hier so wach werden, vielleicht mal die Mali einladen, so zum Frühstück, weil ich mal wieder Lust hätte, die kleine Schwester zu sehen. Und ich möchte gerne ausprobieren, ob Olivia ihr den Wohnungsschlüssel geben kann. Das finde ich ganz cool, dass dann die Mali vielleicht auch mal ab und zu von alleine vorbeikommen kann. Oh, oho, ein Mädchen mit Headset? Oder was hat sie auf? Ich habe keine Ahnung. Aber schön machst du das, Maike. Schön, dass du endlich mal wieder was malst. Wie lange bist du noch wütend? 5 Stunden. Na, das Spielen hilft da jetzt nicht wirklich, ne? Aber ich lasse dich trotzdem erstmal weitermachen. Und vielleicht kannst du dann später am Spiegel irgendwas gegen die Emotionen machen. Mit Noah rumschmusen. Ja, das wäre natürlich auch schön. Aber nicht unbedingt jetzt. Boah, Max ist total fertig, ne? Hunger hat er, duschen muss er. So, und du hast das Gemälde fertig... Ah, nee, doch noch nicht fertiggestellt. Musst auch gleich zum Klo. Okay. Vielleicht können wir danach aber direkt noch was malen. Wie sieht's denn hier aus? Deine Hausaufgaben hast du nicht begonnen. Ja, gut, aber es ist Wochenende, ne? Da muss das jetzt nicht unbedingt sein. Und das hier dauert noch ein bisschen, ne? Ach ja, schön, wie du Sims spielst. Du könntest auch eigentlich, pass mal auf, anzünden. Belebender Zimt, wachrüttelnde Zitrone, scharfes Safran. Wir können das hier mal machen. In der Hoffnung, dass das dann vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss hat auf ihre Stimmung. Ach, du gehst jetzt erst zum Klo. Benutzen und Massage erhalten. Michael, bitte was? Bitte was? Stimmt, das hatte die Olivia... Stimmt, das hatte die Olivia auch schon mal. Da habe ich mich auch gefragt, wo zur Hölle soll diese Massage stattfinden? Ich weiß es nicht, aber... Was? Oh, aber sie sieht zufrieden aus. Das ist gut, das freut mich, Maike. So, jetzt bist du inspiriert und möchtest da mit dem Ton ein bisschen was machen? Ist das Marie, die sich gerade so aufregt? Ich glaube, ja, ne? So, mit dem Ton musst du nichts machen. Du kannst jetzt erstmal das Gemälde an den Sammler verkaufen. Und dann würde ich sagen, schieben wir direkt noch eins hinterher. Durchgeknetet von der Toilette, ey. Das ist so creepy. Echt jetzt? So, du kannst noch eins malen. Surrealistisches, großes. Wer ruft an? Musst du schon arbeiten? Du musst schon arbeiten. Oh Gott. Von zu Hause aus. Ja. Was? Level 10, ja gut, das ist jetzt nicht interessant. Zweck promoten. Mit 2 Nachbarn über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Oh Gott. Oh Gott, mit unserem blöden Nachbar. Na, darauf freue ich mich ja. Hat das hier irgendeinen Einfluss? Konzentrierter Duft. Ja gut, es hat ein bisschen Einfluss, aber nicht so viel, dass ihre Wut mal runtergehen würde. Schade. Schade, schade. Olivia, was ist mit dir? Du hast deine 100 Follower, das freut mich. Und du hast heute frei. Ach so. Dann müssen wir nur mit Max ein bisschen arbeiten. Gut, du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen schlafen. Ich würde sagen, so bis um 9 oder so. Ich meine, die beiden Mädels müssen ja auch irgendwann noch mal schlafen, ne? Die haben ja den Schlaftrank genommen. Und weil ich, wie gesagt, gerne die Mali hierhin einladen würde, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Oh, und das Gemälde würde ich gerne behalten. Das mag ich nämlich sehr gerne. Da finden wir doch bestimmt auch noch einen Platz für. Eventuell kommt das hier auch weg. Oder vielleicht da noch an die Wand. Ich habe hier extra noch ein bisschen was freigelassen. Aber das ist ganz schön, das mag ich ganz gern. So, wie sieht's aus, Madame? Anfängerturnier. Ja, das müsste doch jetzt vorbei sein, oder? Wow, wie sie sich aufregt. Es hat sich herausgestellt, dass die anderen Teilnehmer des Turniers besser waren. Ja gut, das ist natürlich schade, Marie, das tut mir leid. Tonformen, nein, pass mal auf. Du gehst mal ganz fix hier ins Bad und kannst versuchen, dich zu beruhigen. Das Klo spinnt auch wieder total rum. Ich find's witzig. Also der Toilette müssen wir auch noch auf jeden Fall einen Namen geben. Bist du traurig? Oh Gott, das hat sie jetzt auch noch traurig gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Du bist in der Gruppe Avantgardisten, ne? Was machen die eigentlich so? Die trinken Kaffee, die zocken, die lesen, die machen Hausaufgaben und die schreiben. Und Manfred ist da auch drin. Okay, wir könnten hier mal gucken.
ob wir für die Maike vielleicht eine schöne Gruppe finden, einer Gruppe beitreten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es da so gibt, die Abtrünnigen. Gibt es da irgendetwas, die Idole, Fitnessfreaks, Heckenritter, High Society, nee, Party People? Stammgäste, Tasmanis, hallo, ja, ganz bestimmt. Wir könnten mal eine Gruppe erstellen mit ihr. Das fände ich mal ganz witzig. So, gib einen Namen ein. Wir nennen die einfach mal kreative Köpfe. Gib eine Beschreibung ein. Oh, ich bin ja immer bei Beschreibungen so sehr kreativ. Malen, Töpfern. Töpfern schreibt man in klein. Malen, Töpfern, Werkeln. Tritt dieser Gruppe bei. Ist eigentlich total sinnlos, ne? Wenn du dich gerne kreativ auslebst. Oh, die Beschreibung wird so viele Leute anlocken. So, nur eingeladene, offene Einladung. Ja, wir können es ja mal offen lassen. Treffpunkt der Gruppe. Was kann man denn da alles auswählen? Allgemeine Orte. Treffpunkt für die Gruppe. Bibliothek. Kunstzentrum. Das ist doch ganz gut, oder? Aber Museum. Was ist denn überhaupt Kunstzentrum? Ist erstklassig geeignet. Ja, das ist doch dieses... Stimmt, das ist doch diese Galerie, ne? Das passt doch ganz gut. So, du bist da jetzt drin. Können wir direkt noch jemanden hinzufügen? Wer ist denn sonst noch kreativ? Oh ja, Helga Nordsee. Das fände ich ja witzig, ne? Wer ist sonst noch recht kreativ? Die Julia eigentlich. Wobei die Julia jetzt auf dem Romantikfestival auch gemalt hat. Agatha Wubbel, Snow... Wir laden auf jeden Fall erstmal die Julie ein, das fände ich ganz gut. Anforderungen, was haben wir denn da? Alter, Karriere, Merkmale, Fähigkeiten, ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Wir können ja sagen, als Merkmal alle, die kreativ sind und die Kunstliebhaber sind. Und was haben wir noch? Liebt die Natur, materialistisch. Musikliebhaber können rein theoretisch auch mit reinkommen. Ich meine, die betätigen sich ja mehr oder weniger auch kreativ, tanzwütig. Machen wir das mal so. Können wir ja bei Gelegenheit auch nochmal ändern. Eine andere Beitrittsregel brauchen wir nicht. Gruppenaktivitäten. So, wähle eine Aktivität. Ja, Essen und Trinken, Kunst und Musik. Geige spielen, im Endeffekt alles, ne? Kunst betrachten. Wie kann ich das? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Kann ich das? Muss ich das jedes Mal einzeln auswählen? Ja, muss ich. Wow, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht mit den Gruppen. Ich habe die nie so wirklich genutzt, muss ich zugeben. So, Kunst betrachten, malen, Instrument spielen, Musik hören. Wir können ja einfach mal sagen, irgendein Instrument spielen. Das ist ja schon mal in Ordnung. Und Live-Unterhaltung ansehen. Na, das ist nicht unbedingt DJ, Geige... Singen? Na, singen auch nicht unbedingt. Boah, Leute, wir könnten so eine coole, wir könnten eine coole Band machen. Mit Max irgendwie eine Boygroup oder so. Ey, das wäre witzig. Das finde ich voll gut. So, was ist mit unerwünschten Aktivitäten? Brauchen wir die auch? Unfug und Chaos. Alien, Hacken. Nee, das ist ja alles nicht so wichtig, oder? Draußen sozial, Kinderaktivitäten, häusliche Aktivitäten. Nee, das lassen wir mal außen vor. Dann würde ich sagen... Machen wir es einfach mal so. Oh, uns fehlt natürlich noch ein Bild. Das hier könnte passen, ist aber eher so theatermäßig. Ah, das hier passt doch gut. Ja, das passt doch gut. So, wir haben eine Gruppe erstellt. Jetzt wird es Zeit, neue Mitglieder anzuwerben und die Stadt zu erobern. Ja, das möchte ich dann auch bei Gelegenheit gerne machen. Was machst du? Willst du dich im Bett ausheulen? Wie lange bist du denn jetzt noch traurig? 4 Stunden. Ja gut, dann mach das. Ich meine, du bist aber auch müde, ne? Ist aber auch müde. Und ich wollte ja eigentlich gegen 9 die Mali anrufen. Och Gottchen. Das werde ich auch machen. Und auch Max muss aufstehen. Der muss seine Aufgaben erfüllen. Ich meine, oh Gott, Marie. Ich meine, Zweck promoten. Wie das war's jetzt, Madame? Warte. Ein Gericht nehmen. Nee. Pass mal auf. Ausheulen, schlafen. Geh du mal bitte schlafen. Das bei Max mit dem Zweck promoten ist nicht so das Problem. Ich denke ja, das mit den 2 Nachbarn könnte schwierig werden. Aber gut, müssen wir mal schauen. So, oh, es sind gerade alle im Bett, habe ich gar nicht gesehen. Aber Olivia steht jetzt auf und zieht sich erstmal um. Outfit ändern. Was wollen wir heute mal anziehen? Wie wäre es mal wieder damit? Und dann einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Familie gibt's ja gar nicht. Die Mali, wo haben wir denn die Mali? Da ist sie. Ich hoffe, sie möchte vorbeikommen, das finde ich ganz schön.
Genau, zieh dich erstmal um, ruf die Mali an und dann kannst du gleich ein bisschen Frühstück für alle machen. Vielleicht hat die Mali ja auch noch ein bisschen Hunger und möchte sich dann zu uns setzen, sofern sie jetzt überhaupt kommt. Mali Krüger wird gleich da sein. Ist denn noch was zu essen da? Drei übrig. Ach, es ist sogar noch was da. Ja, dann umso besser. Umso besser. Mali, hey, da bist du ja. Kommst du direkt automatisch rein? Nee, leider nicht, ne? Vorteile? Nein. Nach Tag fragen. Mit Familie angeben? Nein. Kennenlernen? Ja, lernt euch mal bitte ein bisschen kennen. Ich finde das auch witzig, dass sie hier wieder rothaarig ist, ne? Das war ja damals bei der Thief Challenge so ein bisschen merkwürdig. Lässt du die Mali jetzt auch rein? Das wäre nett. Das war ja damals so ein bisschen merkwürdig. Ich habe sie eigentlich schwarzhaarig gemacht, aber dann kamen doch irgendwie die roten Haare durch. Ah, sie kommt rein. Mali. Hallo. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Über Probleme beschweren? Nein. Könnt ihr mal ein bisschen über Interessen, über Spielstrategien, einfach alles, was Kinder so interessiert. Über Schule müssen wir jetzt nicht reden. Es ist Sonntag. Da lassen wir die Schule mal außen vor. Willst du über Comics machen? Dann könnt ihr euch auch mal hier sitzen und plaudern, genau. Maike, du schläfst jetzt. Ja, ist auch voll in Ordnung so. Marie, dich lasse ich auch noch ein bisschen pennen, dann bist du auch nicht mehr so traurig. Moment, wie lange bist du jetzt noch traurig? 46 Minuten. Was, warum bist du beschämt? Unbehagliche Begegnung? Was hast denn du wieder gemacht, Olivia? Was sollte das? Warum mögt ihr zwei euch nicht? Das finde ich gerade gar nicht so witzig. Und Max muss jetzt aufstehen, damit wir hier seine Aufgaben noch hinbekommen. Du kannst erstmal unter die Dusche gehen. Ich mache mal wieder die Anlage aus. Ja, ja, du stinkst ganz schön, mein Lieber. Schnell, hüpf unter die Dusche. Ich werde das jetzt eben hier noch beobachten. Nicht, dass das Klo uns da wieder in die Quere kommt. Ich habe nämlich gelesen, das liegt wohl an der Toilette, dass die Sims hier nicht vernünftig duschen gehen. Aber das sieht doch jetzt ganz gut aus. Was macht Mali? Hat sie was mitgehen lassen? Hast du was geklaut, Mali? Sie hat was geklaut, aber sie wurde erwischt. Mali, hör auf, uns hier zu beklauen. Selbstironisch scherzen. Das ist nicht so cool, wenn du hier deine eigene Familie beklaust. Seht ihr, das mit dem Klo hat nicht... Ach, mit dem Klo. Mit der Dusche hat nicht funktioniert. Ja, hol dir erst was zu essen, ist in Ordnung. So, Maike, du bist jetzt auch wach. Willst du da den Ton formen? Drei Gemälde an Sammler verkaufen. Wollen wir das gleich nochmal eben fertigstellen? Oder möchtest du vielleicht erstmal deine Schwester begrüßen, über Elternbeschwerden von Idee erzählen? Das kannst du mal machen. Insider-Witz kannst du auch mal machen. Und ich werde jetzt mal mit Olivia versuchen, ihr den Wohnungsschlüssel zu geben. Jemanden parodieren. Ich weiß gar nicht, ob das bei Kindern geht. Och, Mali, bitte nicht abhauen. Bitte nicht abhauen. Yalik? Das wäre schade. Ich kann ihr nicht den Schlüssel geben. Das ist schade, dann geht das anscheinend nicht bei Kindern. Ach Manu, Max macht jetzt wieder erstmal den Fernseher an, oder was? Ja, okay. Und Marie ist jetzt die Einzige, die noch schläft. Pass auf, wir wecken dich auch auf. Dann kannst du dir nämlich das letzte Gericht hier nehmen. Und du bist da mit dem Ton beschäftigt, mit dem unsichtbaren Ton. Mali, willst du schon wieder klauen oder was machst du da? Was hast du vor, Mali? Mach keinen Quatsch. Mach keinen Quatsch. Weder du noch das Spiel. Leute, das ist mittlerweile immer so nach 20 Minuten, ne? Ich glaube, Sims 4 möchte mir damit einfach mitteilen, hey, beende die Folge. So, kurze Unterbrechung, schon ist wieder alles gut. Mali, was machst du da im Kühlschrank? Ich glaube, da war... Ach, sie räumt auf. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da war gar nichts mehr drin. Mali, du bist ja super. Das finde ich ja gerade richtig gut, dass sie hier ein bisschen aufräumt. Aber wir müssen auch schauen. Also Max sollte auf jeden Fall noch duschen gehen, wenn er gleich aufgefuttert hat. Olivia, was war das? Was war das und was sollte das? Und was ist hier mit dem Klo? Ach so, du sitzt nur drauf. Ja, das geht ja. Und Maike, du gehst jetzt an den PC und machst was? Für die Bäume spenden 1000 Simoleons? Ist das nicht ein bisschen viel? Ist das nicht ein bisschen viel, meine Liebe? Aber gut, kannst du gerne machen. Und dann wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gemalt. Wo ist denn die Mali jetzt schon wieder hin? Das Apartment ist auch so riesig, ne? Passt mal auf, wir werden das hier erstmal im Inventar platzieren. Der Wohltätigkeitsverein freut sich. Ja, das ist großartig, das habe ich mir fast gedacht. Dann müssen wir schauen, dass die gleich noch ein bisschen was malt. Ach, hier steht Mali. Und Marie setzt sich jetzt dahin. Was macht sie denn? Schnappt sie sich das Essen? Ja, quatsch doch mal hier ein bisschen mit deiner kleinen Schwester. Oh, ja! Ja!
Ja, das ist süß. So, du packst das jetzt erstmal ins Inventar, genau. Und dann werden wir auf jeden Fall noch eins malen, nach Vorlage malen. Abstraktes, großes Gemälde kannst du mal bitte machen. Du schaust jetzt hier Fernsehen. Was ist mit dir? Du gehst unter die Dusche. Jetzt sofort. Ich werde das jetzt beobachten. Schnell duschen. Ich werde das jetzt beobachten, dass du auch wirklich tatsächlich duschen gehst. Also ich meine, er hat sich doch gerade auch ausgezogen und ist in die Dusche, aber er hat nicht weiter geduscht, ne? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. So, du bist am Futtern, du bist am Malen und du schaust da Fernsehen. Okay, dann können wir gleich unsere Politikkarriere in Angriff nehmen. Möchtest du dich vielleicht mal umziehen? Outfits, Outfit ändern. Was haben wir denn? Was haben wir denn so? Das passt jetzt nicht unbedingt. Ja, mein Lieblingsoutfit. Mali, wo bist denn du jetzt hin? Wo ist sie hin? Das Apartment ist so groß. Wo ist sie? Da ist sie hin. Wir können noch mal ein bisschen quatschen. Sie hat da gerade Seifenblasen gemacht, ne? Bei Alien-Nahrung reden. Hier stehen die ganzen Teller rum. Tag verschönern. Seht ihr? Die Marie kann ihr den Wohnungsschlüssel geben. Warum kann Olivia das nicht? Tag verschönern. Warum kann Olivia das nicht? Das interessiert mich jetzt. Kennen sich die beiden nicht gut genug? Unglaubliche Geschichte erzählen, über Interessen reden. Warum geht das nicht? Ach, ich finde sie auch so toll, ne? Aber ich glaube, sie wird uns hier immer wieder als Alien erscheinen. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, sie einfach so in ihrer menschlichen Gestalt zu sehen. Willst du schon gehen? Mali, warum? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es ging jetzt voll schnell. Ich wollte dir noch den Wohnungsschlüssel andrehen. Ach, Manu. Und du machst wieder Sport und wer ruft an? Wer ist das? Möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, von mir aus. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Und wenn ich mir das hier so anschaue, Leute, dann werde ich, wow, eben auf Pause drücken. Und ich glaube, jetzt werde ich die Folge beenden. Ihr habt es gerade vielleicht gesehen, das Spiel wollte schon wieder rumspinnen. Deshalb belassen wir es mal dabei. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.